jemand immer alles schlecht redet, zum Beispiel. Und mit diesen Menschen möchte ich nicht so intensiv Kontakt haben. Ja, können Sie das auch verstehen oder Ja, natürlich. Ja, ne? klar. Und ich habe schon bemerkt, dass diese schlechte Laune oder diese negative Stimmung auch ansteckend sein kann. Ja. Total. Ja, wir nennen das ja Energievampire. Ja, sie rauben unsere Energie und wir sehen dann plötzlich auch alles so negativ. Und ja, ich denke, ich bin eher ein positiver Mensch, auch wenn ich sehe, was schlecht läuft. Aber dann, so wie heute, versuchen wir dann vielleicht besser eine Lösung zu finden, anstatt zu jammern. Genau. Ja. Ja. Ist denn dieses Jammern in Russland sehr verbreitet? Das ist in Deutschland ja ein großes Klischee, dass wir sehr viel meckern und jammern. Genau. Das machen Ja. wir auch und zwar gerne. Und ich glaube, Mit Leidenschaft. ja. Wahrscheinlich die ersten zwei Sätze sind noch positiv und dann geht's los. Ja, zum Beispiel, oh, die Preise und das Wetter und gesundheitliche Probleme. Und Ja. überhaupt finanzielle Probleme, klar, das macht man gerne. Ja. Ich kann sagen, das ist eher eine Ausnahme, dass man nicht jammert. Und dann denke ich, Vielleicht. oh mein Gott, da ist was los wahrscheinlich. Da stimmt was nicht, wenn die Person nicht jammert, ja. Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das einfach im Menschen selbst drin liegt, also drin fest sitzt, Entschuldigung. Ja. Oh, wir haben da eine Frage von Sophia von unserer Gruppe aus München. Wie treibt ihr eure Lernende, ihre Hausaufgaben pflichtbewusst zu machen? Eine interessante Frage. Sehr interessante Frage. Ich muss sagen, dass ich nicht sie dazu zwinge, die Hausaufgaben zu machen, weil ich mit erwachsenen Lernern arbeite, die in der Regel auch selbst noch einer Arbeit nachgehen. Und ich versuche ihnen dann klarzumachen, dass sie das nicht für mich tun, sondern einfach um die Inhalte zu wiederholen. Und sehr oft frage ich dann auch einfach, was sie brauchen. Das geht viel einfacher bei Einzeltrainings als in einer Gruppe. Und ja, wenn aber die eigene Motivation schon da ist, dann denke ich, werden die Hausaufgaben auch etwas gewissenhafter erledigt. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Ja, da habe ich auch mit der Zeit verstanden, also dieser Druck oder zum Beispiel, dass ich mal eine strenge Erzieherin spiele, Ja. überhaupt nicht. Mit den Erwachsenen bringt es eigentlich nichts. Ja, Nee. dann versuche ich auch eine Lösung zu finden, also die Person mal zu fragen, was ihn oder sie im Moment stört, also was nicht klappt. Wahrscheinlich kann es auch ein Problem mit dem Zeitmanagement sein und dann versuchen Ja, wir, vielleicht. ja, zu ändern. Dann versuchen wir wahrscheinlich im Unterricht intensiver zu arbeiten, so dass man weniger Hausaufgaben hat. Klar. Ja, oder was man ja auch versuchen kann, was ich manchmal mache, ist, dass beispielsweise Texte nicht im Unterricht gelesen werden, sondern dann als Hausaufgabe aufgegeben werden und wir dann aber auch sagen, dass das die Grundlage vielleicht dann für den nächsten Unterricht ist, dass wir das wirklich brauchen. Und dann habe ich in der Regel keine Probleme mit Schülern, die keine Hausaufgaben machen. Aber ich muss selbst sagen, ich war eine schlechte Schülerin, was das betrifft. Ich war immer sehr faul und habe nicht immer meine Hausaufgaben gemacht. Klar. Ja. Ich glaube, wir alle haben unsere Schwächen, nicht wahr? Ja. Und das ist Was? die nächste Frage. Ja, meine Schwäche. Ein bisschen Faulheit, aber ich nenne das auch gerne Effizienz. Man muss es ja positiv sehen, darüber haben wir ja gesprochen. Ja, aber andere Schwächen wären bei mir definitiv, dass ich oft zu viele Dinge dann doch gleichzeitig machen will und dann manchmal nicht den richtigen Anfang finde oder etwas nicht ganz zu Ende bringe. Und da muss ich lernen, mich noch besser zu organisieren, denn die Faulheit fördert das nicht unbedingt, dass man auch wirklich dran bleibt. Genau, das stimmt. Ja. Ja. Ich möchte dann kurz noch meine, nicht meine, unsere Gäste fragen. Okay, Nelly, ich sehe, dass Sie auch online sind, also das ist eigentlich meine Ex-Schülerin sozusagen. Total wunderbare Frau. Sie kann Polnisch, Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch. Okay, Wow. und ich weiß, dass Ihr Hund nur Polnisch versteht.
Ich habe ein Lieblingswort auf Polnisch. Welches? Rostschochrade. Ich weiß, das zerzaust. Okay. Das habe ich einmal gelernt und habe es nie vergessen, weil es für mich so lustig klingt. Genau so. Nelly, herzlich willkommen mit den Fragen eigentlich. Und ich sehe, dass Станислав, я вижу, что вы тоже с нами. Если у вас будет вопрос, пожалуйста, присоединяйтесь. Da haben wir noch eine Frage. Uh-huh. Ich muss mich leider von euch ach so, das ist keine Frage. Also, Sophia hat gesagt, dass sie sich verabschiedet. Okay, ich glaube, da kann sie später nochmal schauen. Ja. Bestimmt. Gut. Okay, dann war es die Frage über die Schwächen, oder? Und das genau. Faulheit. Ja. Also bei mir ist das einerseits die Faulheit und die auf der anderen Seite, dass ich sehr vieles dann auf einmal erledigen möchte und ich mir dann manchmal selbst im Weg stehe. Klar. Und mein hoher Kaffeekonsum vielleicht. Was sind denn Ihre Schwächen? Ja, was würden Sie sagen? Ich glaube, ich habe zu hohe Ansprüche an mich selbst und das ist auch mein Problem. Und ich hatte mal auch eine Privatschülerin und sie war eigentlich Psychologin aus München. Okay. Ich habe dann öfter Rückenschmerzen gehabt und dann eines Tages hat sie gesagt, Anastasia, ich glaube, du hast zu hohe Ansprüche an sich selbst. Wie Perfektionismus und, oder sowas, ja. Und die Rückenschmerzen kamen dann, weil sie zu verkrampft waren dadurch? Ja, ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem inneren Zustand und unser Körper hat auch bestimmte Reaktionen, auch die Psyche sozusagen, ja, wie man sich fühlt und so weiter. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Okay, das war meine Schwäche. Ja, okay. Es gibt dann noch mehr Zuschauer, ich glaube. Если у вас есть вопросы, можно задавать их на русском языке, на немецком, можно попробовать на английском. Okay. Ich habe gesagt, dass man alles Möglichste versuchen kann auf Russisch, Deutsch, wahrscheinlich auch auf Englisch fragen, okay, weil es eine wunderbare Gelegenheit ist, ja. Ja. Wir haben solche Gäste nicht jeden Tag, wirklich, ja. Da habe ich wahrscheinlich noch eine Frage. Mhm. Ja. Viele Menschen, die zum Beispiel Deutsch als eine Fremdsprache lernen, haben große Angst. Und manchmal ist das nicht gerade die Angst vor der Sprache. Ich meine, das liegt viel tiefer. Haben Sie das schon mal erlebt, gesehen, dass die Menschen diese Angst haben? Ja, vielleicht ist das die Angst, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die einem sehr fremd sind und eine fremde Sprache ist definitiv eine Barriere, aber ich glaube, dass viele ein bisschen Angst vor der deutschen Sprache speziell haben, weil sie so einen Ruf hat, dass die Sprache sehr schwer ist. Und viele sagen das auch immer wieder, wie schwer Deutsch ist. Ja. Dabei denke ich, dass es vielleicht am Anfang nicht so einfach ist wie Englisch, vielleicht, ja. Aber wenn man mit der richtigen Einstellung und Lust und Motivation beginnt, dann kann man auch sehr schnell auf Deutsch kommunizieren und braucht keine Angst zu haben. Ja, aber so eine generelle Angst habe ich, glaube ich, so noch nicht erlebt. Mhm. Ja. Ja, und Sie persönlich, Michaela, wovor haben Sie Angst? Ja, wenn die Frage gestattet ist. Ja, ich überlege gerade, ob ich überhaupt vor vielen wirklich, also schweren Dingen Angst habe. Vielleicht war ich etwas nervös, als Sie mich für ein Interview gefragt haben, also nach einem Interview gefragt haben, dann live zu gehen. Mhm. Aber jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm. Genau. Und ich habe große Angst vor Wespen. Oh ja. Ich laufe dann, deswegen mag ich den Sommer nicht. Ich mag den Sommer eigentlich, aber das nicht. Ich laufe dann immer wie eine Verrückte weg und ja, wenn jemand nicht sieht, was los ist, dann könnte man denken, die ist ein bisschen bescheuert. Nein, aber man macht sich natürlich immer um irgendetwas Sorgen. Aber ich versuche dann eher, das zu sehen, was man hat und die Zeit so zu nutzen, wie man sie sich schön gestalten kann und nicht nur über die Ängste nachzudenken. Genau. Ja. Etwas schwierig. Also man macht sich zum Beispiel ja immer Sorgen um seine Familie, ja. Dass es allen gut geht. Und wenn da etwas passiert, dann habe ich
je älter ich werde, umso mehr Angst, ja. Genau. Was mich zum Beispiel angeht, ja, also diese Ängste, ja, ich glaube natürlich ist das etwas, was mit meiner Familie zu tun hat. Ja, wahrscheinlich auch diese Krankheiten, wo, wenn man das täglich sieht, eigentlich versuche ich in der letzten Zeit überhaupt keine Nachrichten zu sehen. Ja. Ja, weil es kaum was Positives mitgeteilt wird, ja. Und ich glaube, seit 8 Jahren, ja, ich habe einen Fernsehapparat zu Hause, aber ich schaue keine Nachrichten. Wenn ich mich kurz informieren möchte, kann ich dann auch online gehen. Das mache ich auch so, ja. Gezielter recherchieren. Ich versuche, diese negativen Informationen zu vermeiden. Ja. Ja, ich meine, natürlich gibt es diese Informationen und ich finde, man sollte auch gewissermaßen Bescheid wissen. Aber ich glaube auch, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, dann sieht man vor lauter schlechten Nachrichten die guten nicht mehr. Und das ist vielleicht dann auch gar nicht so gesund. Ja, klar. Ja. Also kann auch ansteckend sein, ich denke. Ne? Ja. Ja. So ist es. Oder beziehungsweise jetzt geht aber große. Vielleicht hat jemand welche Fragen. Mhm. Ja, ich kenne eigentlich auch nicht alle, die jetzt live sind, weil ich auch ziemlich viele Leute, neue Leute in meinem Profil habe seit ein paar Tagen. Das ist doch schön. Ja, genau. Ja. Dann habe ich noch eine Frage und die Frage hat natürlich mit Russland zu tun und zwar, es gibt bestimmt auch viele Vorurteile über Russland, nicht wahr? Allerdings, ja. Ja, genau. Und welche davon finden Sie glaubwürdig? Vielleicht müsste man eher über Stereotype sprechen, weil ich denke, dass Vorurteile erst einmal gar nicht stimmen. Ja. Egal, um wen es geht. Ja, man sagt ja, dass die schönsten Frauen aus Russland kommen. Und gerade verglichen mit Deutschland kann man das vielleicht bestätigen. Ich würde sagen, weil ja, die deutschen Frauen sich oft vielleicht gar nicht so weiblich kleiden. Mhm. Das ist etwas, was man wirklich beobachten kann, wenn man es auch vergleicht. Wahrscheinlich sind sie nicht schöner oder hässlicher als die anderen, ja? Aber dass man sich Mühe gibt, vielleicht sehr schön auszusehen, das ist in Deutschland vielleicht nicht so sehr verbreitet. Ob man das gut oder schlecht findet, ist ja eine andere Frage. Genau. Okay. Aber was ich zum Beispiel, ich war ja in Russland letzten Sommer. Echt? Ja, ich habe eine Reise gemacht durch Moskau, St. Petersburg und dann über Belarus, Weißrussland, in Minsk und Mogilow. Oh, und dort habe ich etwas ganz anderes erlebt, als man eigentlich kennt oder denkt. Mhm. Ja. Nämlich, dass zum Beispiel viele sehr, sehr höflich sind und gar nicht so kalt und distanziert. Also ich habe sehr viel Hilfsbereitschaft erlebt. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Genau, das hört sich gut an. Mhm. Ich glaube, ja. Ja, und es war sehr spannend, weil... wenn jemand mitbekommen hat, dass wir Deutsch gesprochen haben, dann haben wir sehr positive Reaktionen darauf erhalten. Und wenn jemand Deutsch konnte, dann haben sie sofort versucht, mit uns auf Deutsch zu sprechen. Ja, das war ganz toll. Ja. Welche Vorurteile gibt es über die Deutschen in Russland? Ja, dass alle Deutsche so pünktlich sind, ich glaube. Und sparsam. Ich war auch als Studentin zweimal in Deutschland, 2008 und 2009. Ja, und was zum Beispiel die Pünktlichkeit angeht, es kommt drauf an. Ja, in manchen Dingen ist man wirklich so pünktlich oder man versucht... Beruflich ja, privat vielleicht nicht so sehr. Genau, genau, ja. Privat wirklich nicht so sehr. Und was zum Beispiel die Selbstdisziplin angeht, ja, ich glaube, das hängt von den Menschen ab. Im Großen und Ganzen wahrscheinlich, sind die meisten wirklich so selbstdiszipliniert. Ja, und natürlich legt man viel Wert auf die Ordnung. Aber es gibt auch manche Situationen, die den Gegenteil zeigen, zum Beispiel, ja. So. Aber ich glaube, das kommt überall vor, natürlich, ja. Ich denke auch. Und vielleicht hat das auch etwas mit den Generationen zu tun. Ja. Auch, ja, eine Gesellschaft kann sich ja auch sehr stark verändern. Genau. Ja. Was ich zum Beispiel an den Deutschen besonders gut finde, dass sie so direkt sind. Ich meine, dass sie
problemlos direkt in die Augen sagen können, wenn sie etwas nicht mögen, wenn etwas nicht stimmt, wenn etwas nicht passt. In Russland ist das ein bisschen anders. Also man versucht dann, diese Unzufriedenheit zu verschlucken und dann ein inneres Gespräch zu führen mit sich selbst, den Menschen direkt zu sagen, okay, was nicht stimmt, was nicht passt. Ich finde das sehr interessant, weil ich das oft eigentlich anders erlebe oder erlebt habe und immer der Meinung war, dass wir auch hier gar nicht immer das sagen, was wir denken oder was wir gerne sagen möchten. Aber wenn man es vergleicht und beobachtet, dann könnte man vielleicht doch sagen, dass die Deutschen in der Regel etwas direkter sind als andere. Mhm. Aber am Ende ist wahrscheinlich auch das wieder individuell. Genau. Ja, ist interessant. Natürlich, ja. Ich glaube, man könnte dann stundenlang über Kulturunterschiede und Mentalitätsunterschiede sprechen. Ja, wir fragen mal unsere Zuschauer, weil sie vielleicht welche Fragen haben. Если у вас есть какие-то вопросы, можно задать по-русски, можно задать на немецком, на английском. Просто не видно, кто именно еще онлайн остался. Wir warten ein paar Sekunden. Ich glaube, die Frage kommt. Mhm. Ja. Also die Sache mit der Technik ist heute wirklich unglaublich interessant. Ja. Ja, wenn man überlegt, dass uns jetzt auch 2 Stunden trennen und wir einfach, ja, wie viele Kilometer trennen uns eigentlich? Ich weiß das gar nicht, aber... Oh, ich glaube, mehr als 1200 Kilometer sind oder sogar viel weiter, schwer zu sagen. Vielleicht, ja. Und trotzdem können wir uns 1:1 hier unterhalten. Genau. Kostenlos. Genau, und es gibt viele Vorteile. Ich meine, ja, digitale Technik ist natürlich eine schwere Sache. Ja, man muss sich gut auskennen. Das stimmt. Ja. Und ich zum Beispiel... Ein bisschen probieren. Ja, klar. Kreativ sein. Ja. Ja, seitdem ich online unterrichte, habe ich auch verstanden, dass ein Beruf heutzutage nicht reicht überhaupt. Mhm. Ja, dann muss man sich in solchen digitalen Dingen auskennen. Ja. Absolut. Klar, wie es am besten klappt, wie das schneller funktioniert und so weiter. Und es passiert immer wieder etwas, auf das man nicht vorbereitet war. Ja, genau. Ja. Mit Skype eigentlich sehr oft. Ja, das stimmt. Manchmal habe ich ganz plötzlich keinen Ton und ich verstehe nicht warum, weil es beim Schüler vorher noch geklappt hat. Mhm. Und dann muss ich alles noch einmal ausschalten und wieder einschalten und dann klappt es. Wie durch ein Wunder. Ja. Das verstehe ich beispielsweise nicht so gut. Genau, klar. Da meine Schülerin Nelly fragt, hat Ihnen in Russland am besten gefallen? Noch einmal bitte, die Verbindung war nicht so gut. Aha, welche Stadt hat Ihnen in Russland am besten gefallen? So, ja, ich habe ja leider nur die 2 Städte besucht in Russland und ich kann gar nicht sagen, was mir besser gefallen hat. Ich hätte aber gerne doch noch mehr von Moskau gesehen, weil es heißt auf jeden Fall immer, dass St. Petersburg die schönste Stadt ist, die man auch unbedingt besuchen muss. Und wir haben dort mehr Zeit verbracht als in Moskau. Und ich war aber sehr beeindruckt von Moskau und hätte wirklich gerne mehr gesehen. Ich finde die Städte aber auch sehr, sehr unterschiedlich. Genau. Ja, also ich war von beiden fasziniert. Genau. Ja. Ich war in diesem Winter in St. Petersburg eigentlich zum ersten Mal, obwohl ich in Russland wohne. Mhm. Ja, und ich glaube, im Winter ist das wirklich so ein Märchen mit so viel Schnee. Ja. Und ich würde das auch gerne mal im Sommer besuchen. Ja, wir hatten richtig Glück. Es war ein wunderbarer Sommer. Ja. Wirklich. Also es sah aus, als wären wir in Spanien gewesen. Ja. Nelly bedankt sich für die Frage, eigentlich für die Antwort dann. Ja, nicht für die Frage. Gerne, danke. Ja, vielleicht warten wir noch ein paar Minuten. Mhm. Vielleicht hat jemand noch eine Frage. Ja. Ja, und dann versuchen wir natürlich ein Video, ich weiß nicht, aufzunehmen. Eigentlich mache ich das und hoffentlich klappt es ganz gut. Bestimmt. Wir sind schon so weit gekommen. Genau, genau. Если какие-то вопросы остались, тогда, пожалуйста, спросите. Ja, ich habe auch Angst, wenn wir das ein bisschen länger machen, dass also dieses Interview überhaupt nicht gespeichert wird. Eigentlich kann man alles Möglichste von Instagram... Kann alles passieren. Genau.
Ja, und ich glaube, dann werden noch mehr Menschen später sich das ansehen. Heute bestimmt. Samstag, es ist jetzt 5 Uhr und das Wetter ist heute unglaublich schön. Ich glaube, viele Leute sind dann vielleicht unterwegs. Wahrscheinlich. Also hier in Köln ist es so, als hätte der Frühling schon angefangen. Und ja, ich denke, dass viele vielleicht auch einfach unterwegs sind, ja, wenn das Wetter so toll ist, genau, am Wochenende. Genau. Aber ich weiß ganz genau, viele Abonnenten haben auf dieses Interview gewartet. Und dann gibt es eine gute Möglichkeit, ja, das noch einmal später zu sehen. Hoffentlich, ja. So ist es. Okay, wir haben keine weiteren Fragen. Mhm. Ja, dann okay, Michaela, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Ich bedanke mich auch. War ein interessantes Gespräch und eine tolle Möglichkeit. Hoffentlich war das nicht das letzte Mal. Ich glaube... Ganz sicher nicht. Genau, da finden wir noch interessantere Ideen. Und danke sehr. Ich meine, ich bedanke mich bei den Zuschauern, die mit uns waren oder die noch später das sehen werden. Und dann verbleiben wir uns für heute wahrscheinlich. Okay, und dann bis zum nächsten Mal. Genau, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.